heute Show. WM-bedingt etwas später als sonst, aber über die WM reden wir ja nicht mehr. Ne? Welche WM überhaupt? Kann sich hier noch einer an die WM erinnern? Ich nicht. Freuen wir uns lieber, meine Damen und Herren, über das Wenige, was noch gute Laune macht. Zum Beispiel über die erste Post-Covid-Adventszeit. Über Weihnachtsmärkte fast ohne Beschränkungen. Endlich gilt wieder eins unserer wichtigsten Grundrechte überhaupt. Man darf die 9 Glühwein und die 7 Reibekuchen wieder direkt vor die Bude mit dem Tinnef aus dem Erzgebirge reihen. Tradition ist so wichtig, meine Damen und Herren. Ja. Alles also wieder normal, diese Weihnachten? Leider nein. Liebe Zuschauer zu Hause, bitte halten Sie Ihren Kindern jetzt die Ohren zu. Es herrscht Fachkräftemangel. 50 Weihnachtsmänner wollten kommen, 12 sind nur da. Wir haben leider viele alte Weihnachtsmänner verloren durch Krankheit, durch Alter, durch Tod. Leider. Leider. Apropos, das Christkind ist auch abgenippelt. Und aus den Rentchen habe ich Buletten gemacht. Ja, es ist der verdammte Fachkräftemangel in diesem Land. Fachkräftemangel, selbst die Weihnachtsmänner gehen uns aus. Aber keine Angst, dafür holen wir jetzt qualifizierte Leute aus dem Ausland. Haben Sie bestimmt gelesen, die Ampel arbeitet an einem hochmodernen Einwanderungsrecht. Und der Kanzler persönlich erklärt den neuen Mitbürgern, was Deutschsein ausmacht. Und zum Glück gibt es Traditionen, die uns verbinden und auf ganz eigene Weise für Zusammengehörigkeit sorgen. Dazu gehört, dass wir Weihnachtsbäume aufstellen. Ja, ist Außenstehenden schwer zu erklären, aber wir hacken tatsächlich Bäume ab, stellen sie ins Wohnzimmer, stellen echte Kerzen drauf und werden am Schluss von der Feuerwehr evakuiert. Das schafft in Deutschland Zusammengehörigkeit. Die Ampel hat neue Ideen zum Thema Staatsbürgerschaft. So könnten zum Beispiel hier lebende Ausländer schon nach 5 statt nach 8 Jahren Deutsche werden. Und das kam riesig an, vor allem bei der Union und bei Friedrich Merz persönlich. Zumal die Regierung ja auch noch das Aufenthaltsrecht großzügiger gestalten will. Worauf Merz hier sinngemäß sagt: Lassen wir mal die Tassen im Schrank. Genau. Beziehungsweise die Ausländer im Ausland. Gut, dazu muss man wissen, die neue CDU hat sich einen Vorsitzenden direkt aus den 90er Jahren geholt und der redet dann halt auch so. Er regt sich wahnsinnig auf, weil die Ampel die doppelte Staatsbürgerschaft theoretisch für jeden ermöglichen will. So wie das übrigens fast überall in Europa läuft. Kann man gar nicht vergleichen, das sind halt irgendwelche Staatsbürgerschaften. Wir reden hier über die deutsche. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles. Und damit muss man behutsam umgehen. Was wir vermeiden müssen, ist Einwanderung in die Sozialsysteme. Und wenn das Ziel der Koalition ist, dann werden wir dem natürlich nicht zustimmen. Natürlich. Und das, liebe Kinder, nennt man Framing. Denn der Onkel Fritz hier weiß ganz genau, dass es bei der Staatsbürgerschaft eben nicht um Einwanderung in Sozialsysteme geht. Eingebürgert wird hier, wer den Lebensunterhalt für sich und seine Familie nachweislich bestreiten kann, ohne Sozialhilfe. Verstehen Sie? Die nehmen nichts raus aus der Kasse, die zahlen was ein. Ja, es ist reine Stimmungsmache. Wirklich. Ja, Stimmungsmache. Überlegen Sie mal, fast alle wichtigen Wirtschaftsverbände loben die Pläne der Ampel. Und ich sag mal, bei dem Fachkräftemangel, wir sprachen schon über Weihnachtsmänner, macht es durchaus Sinn, Leute, die sowieso hier sind, Steuern zahlen und Deutsch können, dass man denen den Pass gibt. In Einzelfällen bald sogar schon vielleicht nach 3 Jahren für besondere Integrationsleistungen. Dafür plant die Ampel wohl eine Prüfung in der Ausländerbehörde, wo die Bewerber nachweisen, wie deutsch sie inzwischen sind. Die müssen zum Beispiel wissen, was ein Faxgerät ist und wie man das bedient. Die sollen instinktiv drauf haben, was man als Deutscher in Notsituationen als erstes macht. Richtig, Massen von Klopapier aufkaufen. Echte Neugermanen müssen ihr Rhythmusgefühl verlieren und ab jetzt wahnsinnig schlecht tanzen. Und für den Arbeitsalltag beherrschen sie die lustigsten deutschen Bürosprüche. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Bis bald. Tschüsseldorf. Bundesgarten, ciao.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Übrigens, ebenfalls prüfungsrelevant, Sandalen trägt man hier nur mit Tennissocken. Aber das ist, glaube ich, bekannt. Meine, man soll nicht schönreden. Klar gibt's bei uns Parallelgesellschaften, ja, wo man sich abschottet und kaum Interesse hat, vernünftig Deutsch zu lernen. Und das betrifft nicht nur Bayern. Ja, das betrifft auch migrantische Communities. Ja, die aktuellen Flüchtlingszahlen bringen unsere Kommunen an ihre Grenze. Das ist so, aber das ist halt ein völlig anderes Thema. Auch wichtig, aber ein anderes Thema. Wir müssen es irgendwie schaffen, mehr Fachkräfte hier hinzulocken. Und zwar eben nicht nur IT-Leute oder Ärzte, über die Sie in der Union am liebsten reden, sondern alle möglichen Berufe. Alle möglichen. In einem internationalen Ranking, in einem Ranking der beliebtesten Einwanderungsländer, liegt Deutschland beim Thema sich zu Hause fühlen nur auf Platz 56 von 64. Bei Freundlichkeit der Bewohner auf 57. Ja, vielleicht gehen die deswegen lieber in andere Länder. Vielleicht gucken sie aber auch deutsches Fernsehen und hören, was Unionspolitiker so labern. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist auch ein Wert an sich. Es ist nichts, was es zum Nulltarif geben kann. Der deutsche Pass darf nicht zur Ramschware werden und gleich ausgehändigt werden nach so kurzer Zeit. Ja, ganz genau. Der deutsche Pass, der wird total verramscht, als ramschige Ramschware. Wir drängen den jedem auf, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich sehe das oft hier in Köln, ne? Japanische Touristen fotografieren in Ruhe den Kölner Dom und dann schmeißt man denen deutsche Pässe an den Kopf. Ne? Die wollen eigentlich nur für zwei, maximal drei Tage bleiben. Aber unser Staat zwingt die, Deutsche zu werden. Die werden gezwungen. Ja. Schlimm. Ich meine, umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Wir müssen uns anstrengen, damit mehr qualifizierte Leute hierhin wollen. Visa-Verfahren im Ausland dauern auch für gute Bewertung, oder? Ja. Visa-Verfahren im Ausland dauern auch für top ausgebildete Fachkräfte oft jahrelang, weil die entsprechenden deutschen Behörden chronisch unterbesetzt sind. Ja. Die große Frage, liebe Zuschauer, was ist eigentlich Deutsch? Also, außer immer schon in der Vorrunde rausfliegen. Ja, wir haben heute einen mit Trikot im Publikum. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Jetzt erst recht. Sehr gut, sehr gut. Ja. Was ist Deutsch? Ne? Wann gehört man hier wirklich dazu, zum Wir? Und ist bei manchen die Vorfreude auf Deutschland möglicherweise übertrieben? Dietmar Wischmeier klärt schonungslos auf. Dietmar Wischmeier ist der Einwanderungscoach. Liebe Fachkräfte aus aller Welt, schön, dass ihr nach Deutschland wollt. Ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Nur eins vorab. Damit ihr nicht enttäuscht seid, Perfektion, Pünktlichkeit, die lange Unterhose auf DIN A4 gefaltet. Dieses Deutschland war einmal. Wir haben uns verändert. Das Land, das euch vorschwebt, gibt's nur noch in schmierigen Werbefilmen wie dem hier. I'm Robert Habeck, Germany's Minister for Economic Affairs. Germany is a country where there's plenty happening right now. Mann, was hier alles happens, das glaubt ihr gar nicht. Blonde Frauen mit eigenem Tablet. Andere filmen den Löwenzahn beim Anwachsen. Und nicht weit davon im Trautental wacht der Herrgott über die deutsche Heimat. Arglistige Täuschung. Da denkst du, das ist Deutschland? Und dann steigst du in Herne aus dem Bus? Ja, vielen Dank auch. Die Realität sieht doch so aus. Nicht mal mehr die Deutsche Post arbeitet noch nach Plan. Zwar soll sie laut Gesetz 80% der Briefe am nächsten Tag zustellen, aber... Aber es ist so wie immer, sie kommen gar nicht. Auch Rentner Volker ist nur noch sauer. Ich habe die Schnauze voll. Bitte mitschreiben. Ich habe die Schnauze voll. Ist einer der wichtigsten Sätze im deutschen Alltag. Menschen, die in gelben Autos rumfahren und Briefe verteilen, das ist doch einerseits oldschool, andererseits die einzige Kommunikationsform, die unsere Behörden kennen. Alles andere kann dauern. Ein konkretes Datum von Ihnen kriege ich heute nicht, wann ich den Perso online beantragen kann. Das möchte ich nicht so laut sagen, weil ich ja die Abläufe kenne in Deutschland. Ja, was soll er machen? Er ist ja nur Bundeskanzler. Digitalisierung made in Germany. Da staunt die ausländische Fachkraft und steigt in den nächsten Zug nach Kanada. Jetzt die schlechte Nachricht. Züge fahren ja gar nicht mehr. Außer in Habecks Video, wo Mehrkornbrötchen von absurd gut gelaunten Verkäuferinnen gereicht werden. Und dann kommt die Frechheit schlechthin.
ein deutscher Bahnhof und dazu das Wort Verlässlichkeit. Das muss man sich erst mal trauen. Ja, ja, Werbung lügt, ich weiß, aber es gibt doch Grenzen. We are still on the lookout for people who fancy coming to Germany to bring in their skills. Yes, and maybe you fancy Autobahn, where you can bretter as fast as you want, but mostly it's Stau wegen Baustelle. Or we have our Mülltrennung and Internet in most cities, except those with what we call Funklöcher. In diesem Sinne, schön, dass ihr trotzdem kommen wollt. Übrigens hatte ich schon erwähnt, wer Deutscher wird, hat auf einen Schlag knapp 30.000 Euro Staatsschulden und zahlt meine fette Boomer-Rente. Ach, ihr macht das schon, wenn was ist. Ich bin auf Teneriffa. Dietmar Wischmeier ist der Einwanderungscoach. Dietmar Wischmeier. So. Dafür endet diese Woche endlich die Gaskrise. Katar liefert uns Flüssiggas. Yeah! Okay, nur 3% unseres Jahresbedarfs und erst ab Moment 2026. Obwohl wir es vor allem in den nächsten beiden Wintern brauchen, aber immerhin. Ne? Und wem verdanken wir das? Richtig, Robert Habeck. Ja! Und da. Ja. Da waren die Rückenschmerzen nach seinem Katar-Besuch doch wenigstens nicht ganz umsonst, sage ich mal. Und dann, nächste Top-Nachricht, ist der Gesetzentwurf für die Strom- und Gaspreisbremse endlich Papier geworden. Sogar 161 Seiten Papier. Was draufsteht, verstehen allerdings die wenigsten. Und jetzt wird's etwas kompliziert. Für viele wahrscheinlich so ein bisschen kompliziert. Aber vielleicht liegt es einfach auch daran, dass es wirklich kompliziert ist. Dadurch wird es sehr kompliziert. Zu kompliziert. Für alle anderen wird es komplizierter. Und deswegen ist es nicht ganz unkompliziert. Es ist komplizierter als die Länderpunkte damals bei Tutti Frutti. Wirklich. Ich hab's versucht zu lesen, es geht nicht. Ja, eine mit der ganz heißen Nadel gestrickte Energiepreisbremse. Dabei war doch seit Februar klar, was mit den Energiepreisen passiert. Und dann lassen die erst jetzt im Dezember über ein Gesetz abstimmen, das schon ab Januar greifen soll. Das erinnert mich als Fahrschüler sehr stark an Hausaufgaben im Bus machen, meine Damen und Herren. Auf den allerletzten Drücker. Kennen wir noch. So, die einen meckern jetzt über ein Bürokratiemonster. Die anderen freuen sich über pure Poesie. Liebe Kulturfreunde, ich lese nun einen Auszug aus Robert Habecks Lyrikband Die Strom- und Gaspreisbremse. Nach Nummer 1 Buchstabe A, Doppelbuchstabe AA, müssen die Elektrizitätsversorgungsunternehmen unverzüglich bilanzkreisscharf die an Letztverbraucher über das Netz gelieferte Strommenge mitteilen, für die eine Entlastung in Anspruch genommen werden kann, weil für sie ein Arbeitspreis oberhalb der Referenzpreise nach § 5 Absatz 2 Satz 1 vereinbart ist. Vielen Dank. Dankeschön. Keine Ahnung, wie Sie das empfinden, aber für mich auf Augenhöhe mit den Buddenbrooks. Ne? Also, jedenfalls als Einschlafhilfe. Die Ampel will den Paragraphenporno, von dem wir gerade Auszüge gehört haben, bis zum 16. Dezember durch den Bundesrat peitschen. Wobei es da schon noch ein paar offene Fragen gibt. Verstößt das Ganze zum Beispiel doch gegen Eigentumsrecht? Ist es okay, verschiedene Energieträger unterschiedlich zu subventionieren? Gas, Strom und Fernwärme werden gefördert. Öl- und Pelletheizer gucken in die Röhre. Kann man das machen? Ja, heiße Nadel halt. Und die Zeit drängt, Freunde. Mehr als ein Drittel der Deutschen machen sich inzwischen Sorgen, ob sie die Energierechnung noch bezahlen können. Nur einer ist total optimistisch. Aber die Menschen teilweise in diesem Land haben, meines Erachtens zumindest, zu Recht Sorge, wie sie ihre Nebenkosten, wie sie ihre Heizkosten bezahlen können. Ist doch vollkommen unberechtigt, weil der Staat zahlt doch alles. Gut, Moment, Moment. Also nach Uli Hoeneß Steuerverständnis zahlt der Staat wirklich alles. Ne? Ja, man muss dazu sagen, RTL hatte als Steuerexperten ursprünglich Alfons Schubeck eingeladen, aber der konnte irgendwie nicht. Ja. So, ganz wichtig zu dem, was der Hoeneß gerade gesagt hat. Trotz Deckel ist der Strom immer noch viel teurer als vorher. Teilweise doppelt so teuer. Man könnte sogar sagen, der Deckel ist sowas wie, ja, wie eine optische Täuschung. Ja, die Preise, gucken Sie da nicht hin,
Die Preise werden in Wirklichkeit nicht gesenkt, die werden versteckt. Außerdem rettet uns auch nicht der Staat, sondern wir uns selber. Das geschenkte Geld bezahlen wir über Schuldendienst, Abgaben oder Steuern sonst wo. Ja, es hilft wohl nichts, meine Damen und Herren. Wahrscheinlich muss man sich doch von den krassesten Stromfressern verabschieden. Trennen. Ja, ich zum Beispiel. Von meinem geliebten 1000-Watt-Sandwich-Maker. Nach all den Jahren, so viele Sandwiches, so viele Erinnerungen. Die romantischen Abende zu zweit, die gemeinsamen Urlaube. Wir haben uns gegenseitig eingecremt, waren unzertrennlich. Alles vorbei. Mach's gut, alter Freund. Energie sparen. Anders wird's nicht gehen. Ja. So, apropos traurig. Österreich deckelt den Strom auf 10 Cent, wir auf 40. Das ist für Stromanbieter wie eine Einladung zum Abkassieren. Verbraucherschützer warnen ausdrücklich vor sogenannten Mitnahmeeffekten. Ist irgendjemand überrascht? Ja. Und wenn Sie zu Hause jetzt denken, Moment, um sowas zu verhindern, haben wir doch das Kartellamt, muss ich Sie leider enttäuschen. Das Amt stellt man sich ja so vor, wie eine taffe Finanzpolizei, die bei gierigen Konzernen die Tür eintritt und dann aber mal so richtig aufräumt in dem Laden. Kurz zur Wirklichkeit. Da sitzt einer im Kartellamt vorm Rechner und beobachtet die Branche. Mit anderen Worten, der guckt Check24 und sieht, was der Strompreis gerade macht. Ja. Viel Erfolg beim Beobachten. Allein in Deutschland gibt es über 1000 Stromanbieter mit lauter unterschiedlichen Tarifen. Um die Preisexplosion zu verstehen, müsste man aber erstmal das sogenannte Merit-Order-Prinzip erklären. Bei der Anstalt würden Sie jetzt eine von Ihren Tafeln reinziehen. Moment, da fällt mir ein, wir haben hier im ZDF dieses Austauschprogramm. Ja, wirklich, ZDF-Shows sind verpflichtet, sich gegenseitig zu helfen. Klaus von Wagner soll sofort mit der Tafel reinkommen. Klaus von Wagner, der Echte. Ja, super. Vielen Dank auch. Gell? Ich war gerade mit meiner Frau essen. Verdammtes Austauschprogramm. Es ist super schön, Klaus, dass du kommen musstest. Mhm. Wirklich voll nett. Ich komme dann auch mal zu euch in die Anstalt. Gottes Willen. Ja. Wir rufen dich dann an. Okay, aber jetzt im Ernst. Wenn wir das hier machen, dann bestehe ich drauf, dass wir dann auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen in deiner blöden Show. Das ist ein hochkomplexes Thema. Ja, klar. Tiefe machen wir ja auch oft. Ne? Genau. Also, Merit Order. Und ich werde garantiert nicht unterbrochen, also von irgendwelchen kurzen, lustigen Politiker-Clips. Ja? Da kann ich mich 100% drauf verlassen. Nein. Lindner! Oh. Was mache ich hier eigentlich? Okay, bringen wir es hinter uns. Merit Order beschreibt die Preisbildung auf Märkten. Ja, die verschiedenen Energieträger produzieren Strom zu sehr unterschiedlichen Kosten. Das kann man hier sehen. Hier erneuerbare Wind, Strom, billig. Ne? Dann kommt Atom, Braunkohle, Steinkohle, teurer. Gas, sauteuer. Und jetzt wird's spannend. Passt du überhaupt auf? Hm? Ja, klar. Du, hier kommt nur gerade eine Meldung zum Brasilienspiel eben rein. Die haben Ronaldo verhaftet, weil der nackt. Also, wie entsteht der Strompreis? Da bekommt tatsächlich jeder Erzeuger dasselbe pro Kilowattstunde. Und dieser Preis richtet sich nach dem teuersten, also dem Gaspreis. Vor Putins Einmarsch war das okay, ja, also da hat man, wenn man günstig Strom produziert hat, zum Beispiel mit Windrädern, nicht, da hat man, dann ist man belohnt worden mit Gewinnen. Aktuell ist das Ganze nur noch Irrsinn. Gigantische Übergewinne werden produziert wegen Gas, das aber nur 10% unseres Stroms sichert. Das ist so, als ob eine Dose Hansapilz so viel kostet wie ein Chateau Margaux. Schade, in der Anstalt wäre das ein Riesenlacher gewesen. Okay, aber gut, halt unterschiedliche. Das passiert mir hier so oft. Weißt du, wir zeigen dann einfach irgendwas Lustiges. Der Bude spielt Schlagzeug. Okay, also, der Strompreis hängt, wie gesagt, derzeit am Gaspreis. Und jetzt gibt's folgende simple, aber bestechende Idee. Das lassen wir einfach. Wir hören einfach damit auf. Kapier ich nicht. Grundgütiger. Naja, hilft ja nichts. Ne? Klaus, man könnte auch einfach was einblenden, dann muss man sich jedes Mal eine Tafel reinziehen. Hm?
Schon gut. Schon okay. So, hier sieht man, was passiert, wenn man zum Beispiel das Erdgas aus der Preisbildung rausnimmt, indem man zum Beispiel den Gaspreis begrenzt. Nein, dann ist die teuerste, den Preis bestimmende Energie etwa die Steinkohle. Ja, was passiert? Der Strompreis, er sinkt dramatisch. Dann erstattet man den Gaskraftwerkbetreibern ihre Einbußen durch eine Umlage, die alle Stromverbraucher finanzieren. Und der Verbraucherpreis landet dann am Ende trotzdem bei ungefähr 25 Cent pro Kilowattstunde. Toll, oder? Soweit verstanden? Ja. Ist gut. Und wir bräuchten dann auch keinen komplizierten Strompreisdeckel. Ja, aber Sekunde, warum machen wir das dann nicht? In der Heute-Show. Ehrlich gesagt, weil viele Stromerzeuger von der Situation profitieren. Boom, Pointe, aus. Aber in der Anstalt fragen wir uns, was passiert, wenn man das macht? Ja, wenn man hier den Gaspreis deckelt, der Strompreis sinkt. Wo ist denn dann der Anreiz, Energie zu sparen? Vor allem in der Industrie. Wäre es nicht besser, die Übergewinne wirklich abzuschöpfen? Vor allem bei den Fossilen und umzuverteilen. Muss Strom überhaupt an Börsen gehandelt werden? Und genau dazu habe ich zufällig noch eine 10 mal 12 Meter große Tafel vorbereitet. Die hole ich mal eben kurz rein, weil die habe ich nämlich auf dem Parkplatz. Ich finde das toll, dass Sie Tiefe zulassen. Ist gar nicht nötig. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Schließt die Tür ab, sonst kommt er wieder rein. So, und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute.